Hallo, guten Morgen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie Ihren Tag wieder mit uns beginnen. 1000 Deutsche, die dorthin ausgewandert sind. Wir haben uns gefragt, ja, was machen die eigentlich da? In dieser Woche haben wir schon eine Pfarrerin, einen Barkeeper und einen Orgelbauer kennengelernt. Heute stellen wir Ihnen den Mann vor, der die deutsche Wurst auf japanische Teller bringt. Die Grundursache war die, dass Japaner mich immer gefragt haben, warum schmeckt die Wurst in Deutschland so gut und in Japan so schlecht? Jetzt bin ich halt da, um das zu verbessern. Jürgen Schmid aus München, einer von 33 Millionen Menschen in Tokio. Wer als Deutscher in diesem Ballungsraum lebt, erfährt jeden Tag, wie fremd und spannend die japanische Kultur ist. Die Heute-Nachrichten vom Vorabend. Morgendliche Routine bei Familie Schmid. Seit 10 Jahren lebt der Münchner mit seiner Frau Claudia und den beiden Söhnen in Tokio. Alle 4 sprechen Japanisch. Man hat irgendwie natürlich selbstverständlich 2 Seelen in der Brust. Ne? Also einmal kann man Japan draußen lassen, indem dass man die Tür zumacht, dann sagt man, es ist hier drin. Aber letztendlich ist es so, man lebt auch sehr japanisch. Ich sehe es an meiner Familie, wie anpassungsfähig die da nochmal ist. Ja? Weil man sieht zum Beispiel, wie Kinder schnell Englisch oder Japanisch lernen. So ähnlich geht es uns auch. Also selbst unter dem Druck der vielen Menschen, die da leben, auch der großen Dichte der Stadt, ist es trotzdem jeden Tag eine neue Herausforderung und man schläft ja nicht ein. Jürgen fährt mit der Metro zur Arbeit und das im Berufsverkehr. Täglich benutzen rund 8 Millionen Menschen das 290 Kilometer lange Streckennetz. An einigen Bahnhöfen gibt es die berüchtigten U-Bahn-Stopfer. Metro-Angestellte, die Fahrgäste in die Waggons quetschen. Zum Glück, heute ist es nicht so voll. Also heute ist die Bahn eigentlich relativ leger. Man kann hier leicht mit dem Gepäck reingehen und locker stehen, ohne dabei gedrückt zu werden. Im Stehen schlafen? Hier kein Problem. Jürgen ist gelernter Metzger und Lebensmittelingenieur. Er ist hier verantwortlich für den Import deutscher Produkte nach Japan. Also ich bin weiterhin in der Exotenrolle aus dem Grund, weil ich halt einfach so eine verschiedenschichtige Ausbildung habe. Also ich batzel heute im Fleisch rum, genauso wie hier am Rechner sitzen. Ich konstruiere halt irgendwie theoretische wie praktische Sachen. Der Absatz von Wurst und Schinken ist reißend und das liegt am guten Verkäufer. Jürgen Schmid weiß, was japanische Gaumen wollen, nämlich das, was er selbst gern isst. Heute probiert er bei seinem japanischen Kunden einen bayerischen Backleberkäse aus, denn den gibt es hier noch nicht zu kaufen. Wir machen heute Leberkäse und zwar ohne Zusatzstoffe, mit den klassischen Zutaten für Leberkäse. Also rohes Fleisch, sehr mager, Speck und Eis. Das Salz wird aus den deutschen Alpen importiert. Denn nur das Beste kommt in den Leberkäse made bei Jürgen Schmid. Selbst beim Umrühren legt er, trotz Maschine, Hand mit an. Der Froschhauttest beweist, so ist er gut und kann in die Form. Der muss jetzt nur eine Nacht sozusagen bei Kühlraumtemperaturen stehen. Dann rötet er von selber um, natürlich, und anschließend wird er gebacken. Derweil ist die Würstchenproduktion in vollem Gange. Die sind auch nach deutschem Vorbild gemacht. Wenn Sie sich dann irgendwo zum Wurst- oder Fleischessen bekehren, dann mag es vielleicht ein bisschen an mir liegen. Aber nachdem in Japan sowieso so wenig verzehrt wird, dürfen Sie ruhig noch 1 Kilo mehr essen. Nach getaner Arbeit, Dienstkleidung und Leberkäse im Gepäck zieht es Jürgen an seinen Lieblingsplatz. In diesem Park entdeckte er vor Jahren die einzige Rosskastanie in Tokio. Das ist halt der Signalbaum schlechthin für den Biergarten. Ne? Und wo man so eine Rosskastanie sieht, da hat man den Schatten. Letztendlich, die Gemütlichkeit ist da schon vorgeplant. Also das löst irgendwie so einen pavloschen Reflex aus. Und gegen den hilft Jürgen nur eins, bayerisches Weißbier. Also hier kann man sich gerne hinsetzen, kann sich irgendwie ein schönes Bierchen trinken und so weiter. Man kann die Ruhe genießen, man kann den Park genießen in der Enge von Tokio. Und man kann ein bisschen abspannen einfach, ne? Vielleicht ein bisschen Heimatgefühl entwickeln. Da vergisst er dann, dass er nicht in München, sondern mitten in Tokio ist. Egal, tschüss.